Ey yo, nach 10 Jahren am Mike weiß ich ein bisschen Bescheid. Das Biss ist heiß, weil jeder sich ums Rampenlicht reißt. Das ist geil, aber Konkurrenz bekanntlich das Geschäft pusht. ENAs zücken das Checkbuch auf James Ryder Blackbooks. Doch auch der beste Hook hilft rein gar nichts, da wo kein Plan ist. Eine feste Basis muss sein, dass sie Grundstein für jede Tat ist. Also erstens, frag dich, ob's dir das wirklich wert ist. Rappst du, was dir im Herz liegt oder weil der scheiße Zeit Kommerz ist? Kohle scherfen Leute, die Ewigkeiten dabei sind, ihr Leben dafür bereit sind zu geben, dass sie so weit sind. Zweitens, das peinliche beiden bitte vermeiden. Von den meisten, die schreiben, sind die wenigsten wirklich eigen. Nummer 3, beim Freestyle muss man üben und Bühne trennen. Lieber 10 Sätze, die brennen, als 10 Minuten verschwenden. Denn das Publikum ist mega abgeturnt, wenn du nicht burnst. Gib das Mic ab, sag Peace, mach sie platt, wenn du returnst. Nummer 4, setz dich hin, Spitzenstift im Papier. Lern MCs zu respektieren und ihre Stärken zu studieren. Die Nummer 5, ist so wichtig wie nichts ist in diesem Business. Da die scheiße Kampfsport ist, da drauf gefasst, dass du gedisst wirst. 6, find dein eigenes Repertoire, wenn du rappst. Denn wo du die Worte setzt, ist die Formel für deinen Kontext und Gesamtkonzept. Das führt uns direkt zu Nummer 7. Ey, du musst Hip-Hop leben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Fame und die ganze Scheiße ist geil und man soll's genießen. Doch ohne Basistypen wäre keiner von uns gestiegen. Nummer 8, ist so ähnlich wie 7 und ziemlich easy. Gib Respekt an die Breaker, die DJs und an Graffiti. 9, du darfst auf keinen Fall schlafen, aber musst träumen. Fokussier dich auf dein Ziel, um die Hürden vom Weg zu räumen. Und Nummer 10, ist die eigentlich erste von allen Regeln. Stell dich nie gegen Curse, das war's von mir, jetzt können die anderen reden. Peace.